brauche sehr oft in meinen Unterrichten die Möglichkeit, Hyper-V in Hyper-V abzubilden, was bis jetzt, sauber 2019 inklusive, relativ einfach immer möglich gewesen ist. Man geht los, man installiert einen Windows-Server, man macht mithilfe einer PowerShell den VT-fähig und der nächste Step ist eigentlich nur die Netzwerkkarte, die man initialisiert für die Gäste, bekommt ein Mac-Spoofing, damit die Mac-Adresse durchgereicht wird, dynamisch vom Host. Ja, jetzt sind wir bei Server 2022 und der macht das nicht mehr so, wie man das eigentlich kannte. Der braucht tatsächlich eine andere denkbare Umgebung, damit das, was hier jetzt abgebildet ist, überhaupt funktionsfähig wird. Installation ist gar kein Problem. Das kann man weiterhin so halten. Auch die Idee, die Einstellungen so umzustellen, dass man gegebenenfalls in der Netzwerkkarte das Spoofing aktiviert, ist auch kein Problem, aber das reicht nicht. Ähnlich wie bei Windows 10 und auch bei Windows 11 in den neuen Professional Update Varianten Education and Enterprise, wo man ja auch Hyper-V verwenden kann, braucht man im Server 2022 ein neues virtuelles NAT Gateway, eine Umgebung, wo sich die entsprechenden Gäste mit dem Host unterhalten können und dann natürlich auch den Weg beispielsweise ins Internet finden. Hier ist eine solche Umgebung. Aber jetzt geht es noch ein bisschen interessanter. Die kann man nicht wirklich hier in der Oberfläche gestalten. Hier muss man tatsächlich mit einem kleinen oder mehreren kleineren PowerShell-Befehlen arbeiten. Und ich habe die mal zusammengestellt und lege die auch unten in die Beschreibung. So sieht das aus. Erster Punkt, ne? Man schnappt sich seinen Adapter von seiner Maschine. Das ist der von meiner Maschine 1 gewesen. Und aktiviert Spoofing On, soweit so gut. Baut sich einen neuen Switch für Virtual Net auf, intern, setzt dann die IP-Address Range für dieses VNAT Ethernet Interface um in dem Bereich /25, damit man das Ganze anbinden kann. Das funktioniert, das ist gar keine Frage, nur es hat in meinem geistigen Auge leider sehr lange gedauert. Weil ich nicht verstanden habe, es ist auch nicht so deutlich bei Microsoft beschrieben, dass es im Sommer 2022 da halt anders funktioniert. Wann setzt man solche Umgebungen ein? Ich glaube im Produktivbetrieb seltener, wobei man jetzt auch sagen könnte, ne, man nimmt hier Hyper-V in Hyper-V und repliziert auf einen anderen Hyper-V-Server die Umgebung, das könnte man durchaus tun. Produktiv weiß ich jetzt nicht, ob man dann vielleicht halt bei mir Clustering noch durchführt. Das wird ja alles sehr unübersichtlich und auch sehr, ja, schwierig nachzuvollziehen. Muss man schon fast mit der Zeichnung arbeiten. Ich wollte hier nur mal kurz das ausweisen und euch eine Hilfestellung geben. Wenn man so etwas baut, dann kann man das tatsächlich mit Server 2022 über die PowerShell und den Virtual NAT umsetzen.